Hallo zum Sport. Wie angekündigt mit dem zweiten Teil der Teampräsentation des Basketball-Zweitligisten Tigers Tübingen. Am Montag kamen ja die Herren Jansson, Bamberg, Maus, Otto und Keppeler zu Wort. Jetzt geht's weiter mit den US-Boys Ryan Mixell und Isaiah Crawley, die ja beide nach Verletzungen in ihre zweite Saison gehen. Das gilt auch für Timo Lahnmüller. Zudem mit Till Jönke, der ja schon eine Runde zu Erstligazeiten in Tübingen gespielt hat und aus Hanau kommt, dem Wiener Erol Ersek, dem Finnen Artu Kivimäki, dem Dänen Bakari Dibba, dem Berliner Joannik Grüttner-Bakul und dem Schwaben Matteo Seric. Alle standen meinem Kollegen Roland Steck vergangene Woche beim offiziellen Saisonstart Rede und Antwort. Ryan, great to have you here again. Ryan, schön dich wieder zu sehen. Wie schwer ist dir die Entscheidung gefallen, nach Tübingen zurückzukehren? Das war gar nicht so schwer. Ich hatte natürlich ein paar andere Möglichkeiten. Ich habe mir das gut überlegt und wollte nach meiner kurzen letzten Runde aufgrund meiner Verletzung unbedingt nochmal hier spielen und mein ganzes Potenzial zeigen. Ich konnte ja nur zweimal auflaufen. Zudem wollte mich Coach Danny in seinem Team haben. Ich hatte das Gefühl, hier meinen Job noch nicht zu Ende gemacht zu haben. Das Team hat viel Talent und ich glaube, wir werden eine gute Saison spielen. Die Zeit nach meiner Knöchelverletzung war natürlich hart. Ich bin dann zurück in die USA gegangen und habe dort in der Reha viele Monate hart für mein Comeback gearbeitet. Jetzt bin ich wieder im Training, die Verletzung ist auskuriert und ich freue mich, dass es wieder losgeht. Ich muss natürlich weiter auf meinen Körper achten, vor allem jetzt in der anstrengenden Vorbereitung, aber ich bin zuversichtlich, dass ich zum Start in Topform bin. Es geht mit 6 Auswärtsspielen in Folge los. Hast du so etwas schon mal erlebt? Nein, das hatte ich in meiner Karriere noch nie. Wir werden dann ja aber auch oft hintereinander zu Hause spielen. Es ist eigentlich egal, ich spiele auch gerne auswärts. Hoffentlich sind viele Fans in den Hallen. Ich kann es kaum erwarten und freue mich auf die Atmosphäre, auch auswärts. Ryan, all the best for you and see you. Thank you, I appreciate it. Very happy that you in Tübingen. How are you? Shaya, schön, dass du erneut für die Tigers spielst. Zunächst mal, was macht die Verletzung? Nun, es geht von Tag zu Tag besser. Ich wurde ja am Meniskus operiert und musste lange mit dem Training aussetzen. Die ersten Einheiten hier war quasi der Trainingsneustart für mich. Es hat lange gedauert, aber jetzt muss ich dranbleiben und ich denke, ich werde mir in den nächsten Wochen die nötige Fitness holen können. Ich muss natürlich vieles wieder neu aufbauen, aber ich bin zuversichtlich, dass ich das schaffe bis zum Saisonstart. Ryan Mixell ist auch wieder mit dabei. Ihr beide habt schon Erfahrungen, müsst vorangehen. Ja klar, ich bin froh, dass er wieder da ist und ich denke, er ist es auch. Wie siehst du die anderen jungen Spieler, auch die Deutschen? Nun, ich glaube, sie haben viel Talent. Ich denke, wir haben ein gutes Team. Die ersten Eindrücke im Training waren gut. Ich glaube, wir haben eine gute Truppe zusammen. I think we're going to have a good year today. Warum bist du in Tübingen geblieben? Wir freuen uns, aber was hat den Ausschlag gegeben? Du hattest bestimmt Angebote. Ich denke einfach, dass es für mich basketballerisch die optimale Situation war, nach der Pro B in Ulm jetzt mich in der Pro A zu beweisen. Ich denke, wir haben ein sehr junges, hungriges Team, in dem es sehr viel Spaß macht zu spielen. Und das hat den Ausschlag gegeben, warum ich hier geblieben bin. Ihr habt eigentlich als Team so richtig zusammengefunden am Schluss der letzten Saison, als er gerade noch 7 Leute auf dem Platz waren. Kann man eigentlich diesen Teamspirit ein bisschen transportieren? Ich fand, es war eine gute Phase für die Mannschaft. Ja, ich hoffe, dass wir das weiter in die Saison mitnehmen können und dass wir natürlich auch die neuen Spieler so schnell und so gut wie möglich integrieren und dann uns Tag für Tag stetig verbessern. Ganz Tübingen wünscht sich natürlich, und Kirsten war eine Pressekonferenz in 2-3 Jahren erste Liga, dieses Mal Playoffs. Natürlich sagt man es fast immer am Beginn. Wie realistisch siehst du es? Ich denke, als Sportler ist es wichtig, dass man von Spiel zu Spiel denkt. Also ich meine, die Playoffs, bis dahin sind es ja noch, ich glaube, 32 Spiele. Deswegen kann ich dazu jetzt nicht viel sagen. Unser Ziel ist einfach im ersten Spiel der Saison, ich glaube, das ist in Kirchheim, dass wir da dann alles geben und dass wir unser Bestes geben, das zu gewinnen. Und dann schauen wir weiter. Neu für dich ist sicher auch, dass die Saison mit 6 Auswärtsspielen beginnt. Und zwar nicht gleich nach Neu-Ulm oder so, sondern in den höchsten Norden. Ja, natürlich. Ich habe natürlich gesehen, wie die Hallensituation aussieht. Aber ich denke, wir werden nichtsdestotrotz unser Bestes geben und auch versuchen, auswärts
ja, unser Bestes zu geben und hart zu spielen. Den Vorteil, dass man zum Saisonende dann mehr daheim ist, wenn es sozusagen ja, um die Plätze geht. Genau, ja. Also ich hoffe, dass wir dann noch mit Fans spielen können in der Paul-Horn-Arena und dass wir dann noch Siege einfahren können. Timo, vielen Dank. Alles Gute, tolle Saison. Wir sehen uns. Dankeschön. Till, Ulm, Tübingen, Hanau, Tübingen. Wie hat sich die Karriere entwickelt? Super. Super, also ich bin hier aus Tübingen eigentlich auch mit einem guten Gefühl rausgegangen und habe mir hier auch immer schon damals sehr viel Spaß gemacht. Und dann habe ich wirklich so, sage ich mal, einen Platz gefunden, wo ich dann jetzt auch länger war. Und das hat sich alles top in Hanau entwickelt und ja, älter, erfahrener und reifer geworden. Ja. Reifer ist ganz wichtig, weil du warst immer schon ein Riesentalent, aber manchmal sind die Emotionen mit dir durchgegangen. Ich denke, das kriegst du besser in den Griff. Ja, ich meine, ich sag mal, Emotionen gehören ja auch dazu irgendwo, aber ich glaube, dass ich die besser regulieren kann und ja, vor allem auch noch mehr in Positivität, sag ich mal, umwandeln kann. Wir sind eine ganz gute Ulmer Connection. Danny, du und ich, da kann nichts passieren, oder? Ja, natürlich. Das muss ich natürlich auch anmerken. Ich freue mich natürlich sehr, dich auch wieder zu sehen. Und ja, ich sag mal, es gefällt jetzt vielleicht nicht allen, aber was aus Ulm kommt, hat auch schon immer Qualität. Ja, wir können uns in dieser Saison wieder viel mehr umarmen, weil die Ulmer ja nicht direkt zum Lokalderby kommen. Das ist dann frühestens nächstes Jahr vielleicht der Fall. Was ist das Ziel für dich persönlich und für die Mannschaft? Was denkst du? Also für mich persönlich ist ganz klar, einfach mit meiner Erfahrung jetzt der jungen Mannschaft zu helfen und einfach eine Rolle zu finden, wo ich 100% Einsatz, kriegt man eh immer von mir, kennen die Leute noch und einfach den Club und das Team zu unterstützen und ich glaube einfach als Team ist es von Tag zu Tag besser zu werden. Das ist es, die Leute sind jung, die müssen sich entwickeln und dann eine tolle Saison zu spielen. Du engagierst dich, wenn ich es richtig weiß, auch außerhalb vom Feld im Jugendbereich, was genau? Ja, das war mir ganz wichtig. Das war auch ein Punkt, der auf jeden Fall hat stimmen müssen, damit ich zurückkomme, weil ich auch natürlich weiß, dass irgendwann die Karriere vorbei ist. Und ich habe jetzt auch schon eine abgeschlossene Ausbildung, studiere gerade noch nebenbei auch. Will aber trotzdem auch mal als Trainer meine ersten Erfahrungen sammeln. Und ich glaube, dass es auch sehr cool ist für die jungen Leute, wenn dann wirklich ein Profi im Jugendbereich mitwirkt und einfach das vielleicht denen schon ein bisschen näher bringen kann. Deswegen freue ich mich da auch drauf. Für viele Teams war es ein Problem. Zum Glück hat man mir hier eine Chance gegeben, auch als Ausländer zu spielen. Natürlich ist es etwas tougher, wenn man natürlich mit viel mehr Leuten konkurriert. Aber ich bin froh, dass Danny mir diese Challenge gegeben hat und bin auch ready, sie anzunehmen. Jetzt freut sich natürlich jeder Tübinger. Es kommt einer vom FC Bayern in Schwabenland. Was waren die Gründe? Einfach den nächsten Schritt zu machen, in die Pro A zu gehen sozusagen. In der BBL ist noch etwas schwer, vor allem als Ausländer. Und viel spielen, sich weiterzuentwickeln, ist auf jeden Fall das erste Ziel. Und natürlich auch Spiele zu gewinnen mit der Mannschaft. Und ja. Wie war die Zeit bei Bayern München? Trinkiere ist ja eigentlich ja, die Top-Adresse im deutschen Basketball. Profitiert man da davon, auch wenn man wenig spielt? Also auf jeden Fall, weil im Training waren wir dann doch sehr involviert, die Jungen. Und er gibt einem schon viel, er redet mit einem sehr viel und so weiter. Man muss seine Art erstmal verstehen, weil er ist sehr emotional und sehr, ja, so emotional würde ich mal so lassen. Aber ja, genau. Aber er gibt einem schon sehr viel und es ist auf jeden Fall, es war auf jeden Fall echt gut, unter ihm zu spielen. Was nimmst du dir hier vor, persönlich und sportlich? Also auf jeden Fall mich weiterzuentwickeln, den nächsten Schritt als Sportler zu machen. Als Team wollen wir natürlich so viele Spiele wie möglich gewinnen. Wir haben eine junge Mannschaft, sind aber sehr competitive und das sind auf jeden Fall die Ziele jetzt für die Saison. Wir wünschen dir alles Gute und wir sehen uns in der Saison. Auf jeden Fall, Dankeschön. What are your first impressions here? Arthur, du bist nach Elias Waldhonen unser zweiter Spieler aus Finnland. Du kennst ihn, oder? Ja, ich kenne ihn und habe schon ein paar Mal mit ihm gespielt und war mit ihm auch bei dem ein oder anderen Trainingslager auf dem Zimmer. Ein guter Typ. Bist du der gleiche Spielertyp? Von der Position her nicht. Er war ja eher ein großer Spieler. Ich spiele auf der Spielmacherposition. Wie sind deine ersten Eindrücke? Sehr schön. Die Stadt gefällt mir gut. Ich war schon in der Altstadt. Ich mag das Essen und die Leute hier. Ich wurde herzlich empfangen. Also alles prima bis jetzt. Und die Teamkollegen? Ja, auch. Wir sind eine junge, hungrige Truppe. Ich werde die Jungs natürlich bis zum Saisonstart noch besser kennenlernen. Bist du das erste Mal in Deutschland? Ja, eigentlich
eigentlich schon. Ich war zwar mal mit dem Juniorenteam im Land, aber da konnte ich nicht allzu viel sehen. Also, es ist das erste richtige Mal in Deutschland. Alles Gute für dich. Danke. Thanks a lot. 19 year mean? Bakary, du bist 19 Jahre jung und kommst aus Dänemark. Wie waren die ersten Eindrücke? Die Stadt gefällt mir sehr gut und auch die ersten Trainingseinheiten waren gut. Also, der erste Eindruck ist sehr positiv. Du spielst erst seit 3 Jahren Basketball. Stimmt das? Ja, das stimmt. Ich habe spät damit begonnen. 3 Jahre ist natürlich noch nicht lange, aber ich werde weiterhin hart arbeiten, damit ich mich weiterentwickle. Das ist auch mein primäres persönliches Ziel. Ich will hier Erfahrungen sammeln und peu à peu auf dem Weg zu einem Basketballprofi dazulernen. Wie sieht es mit deinen Teamkollegen aus? Ja, das sind alles prima Jungs, es ist alles perfekt bis jetzt. Bist du das erste Mal in Deutschland? Nein, nicht ganz. Ich habe Verwandtschaft in Braunschweig, die habe ich schon 5-6 Mal im Sommer besucht und auch in Berlin war ich schon. Berlin too, so I'm familiar with Germany, so yeah. Die Bamberg-Connection wird immer stärker bei uns. Kennst du einige von den anderen Kollegen? Na, ich kenne natürlich Matteo, mit dem habe ich letztes Jahr zusammengespielt. Den Daniel habe ich im Sommer jetzt kennengelernt, aber auch nur übers Handy und ein bisschen gequatscht. Aber Matteo ist der Einzige, den ich aus Bamberg kenne. Ja. Wieso von Bamberg nach Tübingen gewechselt? Einfach um eine neue Situation zu haben, mehr Verantwortung zu übernehmen. Ich bin jetzt der zweitälteste im Team, also kann man da ein bisschen... Da muss man mal eine neue Rolle einnehmen jetzt. Wie sind die ersten Eindrücke, persönlich und sportlich? Persönlich sehr, sehr gut. Also Mannschaft ist super jung, aber trotzdem verstehen sich alle gut, egal wie der Altersunterschied ist. Also ich glaube, da sind wir auf jeden Fall, haben wir eine coole Truppe zusammen. Und sportlich haben 2-3 Trainings bisher erst gemacht. Also man hat noch nicht so viel gesehen, aber ich glaube auch da, dass wir genug Talent haben, um erfolgreich zu sein. Was macht besonders Spaß, mit so vielen Jungen zu spielen und zu leben? Es ist natürlich noch mal ein bisschen mehr Energie. Ne? Du hast nicht so, alle haben Bock, alle sind hungrig, alle möchten sich beweisen. Und dadurch ist da auf jeden Fall ordentlich Feuer beim Training und ich denke, es macht Bock. Man fährt immerhin, da du ja ein gebürtiger Berliner bist, die ersten 6 Spiele fast immer in Norden. Macht es für dich leichter oder ist das auch ungewohnt für dich? Naja, erstmal 6 Auswärtsspiele zum Start ist natürlich nicht so geil, aber im Endeffekt muss jeder gleich oft auswärts wie zu Hause spielen und von daher werden wir das schon meistern. Und ja, wir spielen ja nicht in Berlin, deswegen habe ich nicht so viel davon, aber vielleicht macht es ein bisschen leichter für die Familie zum Spielzug umzukommen oder so, also mal schauen. Noch nicht, weil gestern war eine Strategie. PK, in 2-3 Jahren spielen wir in Berlin. Wie siehst du es? Das war natürlich stark. Ja. Ich finde es schön, wieder hier zu sein. Auch nah bei meiner Familie wieder, in der Gegend, wo ich mich auskenne. Ja, ist schön. Und so, andererseits ist eine richtige Bamberg-Connection. Welche Spieler kennst du schon aus der Zeit dort? Den Daniel und den Jekabs auf jeden Fall. Und jetzt auch den Joannik von letztem Jahr. Also wir kennen uns schon sehr gut. Ich kenne auch andere aus dem Team. Wir haben auch oft gegeneinander gespielt. Also wir kennen uns schon sehr gut. Jetzt sind wenige neue Gesichter und wir verstehen uns echt gut. Was sind deine ersten Eindrücke sportlich von den Teamkollegen und von der Stadt? Also sportlich, wir haben ein sehr junges Team, sehr talentiertes Team. Ich glaube, wir können einiges erreichen. Auf jeden Fall sehr viel Spaß haben zusammen, von Woche zu Woche uns verbessern. Wir haben das Talent dazu. Training seit 2 Tagen macht Spaß, ist anstrengend. Die Stadt Tübingen kenne ich ja schon, sehr schön. Ich kenne noch nicht alle Ecken. Ich glaube, ich muss mir mal die Zeit nehmen und mal alles erkunden. 6 Auswärtsspiele am Stück und alle im hohen Norden. Wie wirst du mit klarkommen? Ich finde, naja, man kann nichts machen, aber ich finde eher die Auswärtsspiele am Anfang haben besser als am Ende zu haben. Dann haben wir sie schon mal rum und am Ende der Saison können wir dann die wichtigen Siege dann auch zu Hause holen. Die ganze Stadt träumt, hofft, bittet um Playoffs. Wie sind die Chancen realistisch betrachtet? Auch natürlich erst nach 2 Trainingseinheiten. Naja, schwer einzuschätzen. Wie gesagt, wir sind sehr jung, aber haben auch sehr viel Talent und ich glaube auch einen guten Trainer, der uns zusammenschleifen kann zu einer richtig guten Mannschaft.
wir werden alles dafür tun, dass wir die Playoffs erreichen. Jetzt nach 2 Tagen kann ich es jetzt nicht so gut beurteilen, aber wie gesagt, wir werden unser Bestes geben. Am Mittwoch haben die Tigers ihr erstes Testspiel gegen Crailsheim, wie schon im Ticker vermeldet, mit 60-86 verloren. Am kommenden Donnerstag testen die Tigers dann gegen Koblenz. Das war's vom Sport. Ihnen ein schönes Wochenende.